Das Jahr der Barmherzigkeit hat begonnen. Bischof Rudolf Voderholzer hat die heilige Pforte an der Karmelitenkirche St. Josef geöffnet. Damit ist nun auch im Bistum Regensburg der offizielle Startschuss für das heilige Jahr gefallen. Papst Franziskus hat in diesem heiligen Jahr zum ersten Mal überhaupt in der Kirchengeschichte den Diözesen die Möglichkeit gegeben, selbst eine heilige Pforte zu besitzen. Die heilige Pforte des Bistums Regensburg befindet sich eben an der Karmelitenkirche St. Josef, der Beichtkirche des Bistums, weil im Jahr der Barmherzigkeit die Versöhnung besonders im Vordergrund stehen soll.